Jo, hi und herzlich willkommen zu Focus Social Media, die Nummer 5 zum ersten Mal im neuen Jahr. Facebook und die Timeline, wir haben sie selber schon zweimal angesprochen. Jetzt ist es langsam soweit. Jetzt durfte inzwischen auch der Allerletzte wissen, dass die Timeline Pflicht wird für alle. Man spricht von Ende Februar. Facebook wird sagen, okay, ich aktiviere für dein Profil die Timeline. Du hast jetzt 7 Tage die Möglichkeit, nochmal durch deine Einträge zu gucken, ob die so online gehen sollen oder nicht. Und wenn das okay geht oder auch nicht okay geht, aber ist uns egal, nach 7 Tagen zeigen wir dein Profil im Timeline, sprich Chronikprofil an. Das Ganze kommt natürlich nicht von ungefähr. Etliche, ich sag mal, Facebook nahestehenden Quellen haben auch schon angekündigt oder gemutmaßt, Sie wissen es wahrscheinlich direkt von Facebook, dass ab Ende Februar werden die Timelines, also dieses Chronikprofil, auch für die Facebook-Seiten online gehen bzw. zur Verfügung stehen. Das Ganze macht natürlich auch Sinn. Von einem technischen Standpunkt her, mir ist eigentlich vollkommen klar, dass die Ausgabe der normalen Profile aus genau der gleichen Quelle, sprich aus dem gleichen Programmcode stammen wie die Ausgabe von Seiten, weil letztendlich, auch wenn es total was anderes ist, zumindest im Kopf, es ist letztlich das Gleiche, was da ausgegeben wird. Und der Grund, warum diese Zwangsumstellung stattfindet, ist natürlich der Umstand, dass es Quatsch ist, dass man zwei komplett unterschiedliche Systeme wartet und weiterhin betreut. Der Grund für das Ablösen des bisherigen Profils durch die Timeline ist, dass die Daten komplett anders gespeichert werden. Das heißt also, solange jetzt beides noch parallel läuft, ist es tatsächlich doppelter Aufwand. Und deswegen ist schon vollkommen klar, dass das alte Profil einfach sterben wird. Also so dieses gibt uns zwei Möglichkeiten. Ja, das ist illusorisch. Sie hätten es auch ganz einfach machen können. Sie hätten sagen können, okay, guckt mal, wir haben ein Design-Update und plupp, alle hätten ein langes Gesicht gemacht und so wär's. Datenschutz bei Facebook immer wieder ein nettes Thema. Diesmal geht es allerdings nicht um irgendwelche Profileinstellungen oder Nutzerdaten, die irgendjemand vielleicht unter Umständen irgendwo bekommen hat. Heute geht es tatsächlich um ganz konkret Medien, die Leute geteilt haben oder die sich im System von Facebook befinden. Und zwar geht es um Bilder. Seit 3 Jahren besteht das Problem, dass wenn man Bilder löscht, diese Bilder in Facebook nicht wirklich verschwinden. Das ist jetzt nicht böse Absicht von Facebook oder weil sie da ganz krass Kohle mit Werbung schieben, sondern das liegt in der Infrastruktur begründet. Bis letztes Jahr war es so, dass Applikationen nie direkt von irgendwelchen Anbieterservern gelaufen sind, sondern Facebook hat die stellvertretend gelesen und hat die dann ausgegeben, weil sie tatsächlich in Facebook drin waren. Jetzt laufen sie quasi durch so ein gesägtes Loch und alles, was ich sehe, läuft von den externen Servern. Früher war es so, dass Facebook alles, was Bilder oder Style Sheets, also sprich das, was macht, dass eine HTML-Seite aussieht wie eine HTML-Seite für die Nicht-Techniker, hat Facebook alles geladen und in sein sogenanntes CDN, das Caching Data Network, reingeschoben. Das heißt also, wenn man ein Foto vom Server gelöscht hat, war es nicht wirklich weg, sondern es lag immer noch im CDN. Das war vor allem für Entwickler ein großes Ärgernis, wenn man hat was geupdatet und man hat das Ergebnis nicht gesehen, weil man musste erstmal rumtricksen, man musste Dateien umbenennen und selbst dann sind sie nicht wirklich verschwunden, sondern irgendwann kamen sie mal wieder zurück, wenn dieses Cache-System ein Update gefahren hat oder nach irgendeinem Crash sich regeneriert hat, waren plötzlich uralte Bilder wieder da, die eigentlich schon gelöscht waren. Und das Gleiche gilt natürlich für Bilder, die über eine Applikation geteilt wurden. Das ist was, was Facebook jetzt behoben hat. Und jetzt verschwinden tatsächlich die Bilder, die gelöscht wurden. In diesem Augenblick ist Facebook noch dabei, die letzten Reste seines alten Cache-Systems, um Daten vorzuhalten, einfach zu löschen. Jo, kommen wir zu Google. Der Letzte dürfte auch hier mitgekriegt haben, weil die Presse hat niemanden daran vorbeigehen lassen. Auch bei Google gibt es große Veränderungen. Also nicht nur bei Google Plus, sondern natürlich bei allen Google Services. Google hat letztes Jahr damit angefangen, seine sogenannten Google Labs einfach abzustoßen. Sie haben gesagt, das ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß, sie können es nicht mehr warten. Ich denke mal einfach, es ist ihnen zu teuer geworden. Beziehungsweise durch dieses Konstrukt Summer of Code, also wo sie Open Source Entwicklern Unterstützung und die Möglichkeit geben, im Sommer Apps zu entwickeln, hat sich eben dieses Google Labs eigentlich selbst ausradiert. Nichtsdestotrotz sind ja diverseste Services von Google einfach vonnöten. Ob das die Google Webmaster Tools sind, ob das Google Mail ist,
ob das AdWords ist oder auf der anderen Seite natürlich für viele YouTuber wichtig, das AdSense. All das sind ja Google Services, die werden zusammengefasst oder sind inzwischen schon zusammengefasst. Früher gab es ja einen Haufen einzelne Google-Konten und selbst Hardcore-Nutzer konnten nicht unbedingt sagen, das ist ein Google-Konto für dieses oder das ist ein volles Konto. Für die einen waren es Google-Mail-Konten, für die anderen waren es einfach nur Konten, um an diese Services zu kommen. Ich kenne da einige Leute, die da echt Probleme mitgekriegt haben. Die waren eingeloggt, aber doch nicht eingeloggt. Wenn sie sich hier eingeloggt haben, dann haben sie sich automatisch da ausgeloggt, weil die beiden Kontentypen sich gebissen haben. Und das wurde halt alles zusammengelegt. Und das schreitet auch noch weiter fort. Man kann es sehen, dass sich zum Beispiel ganz heimlich das Design verändert hat. Also hier mal ein kurzer Blick in, wenn ich mich eingeloggt habe, wie das inzwischen aussieht. Es nähert sich so diesem ja, Google Plus YouTube-Style halt an und wird halt ein bisschen gruppiert und ein bisschen schöner gemacht. Damit einher gehen natürlich auch zwei Dinge, nämlich durch diese Zusammenlegung der Daten müssen Datenschutzbestimmungen, müssen Geschäftsbedingungen ergänzt werden. Bei einem Google-Konto, wo ihr euch länger nicht eingeloggt habt, werdet ihr jetzt immer noch gefragt, hier, du müsstest mal die Änderungen der AGBs bestätigen oder muss den neuen Datenschutzbestimmungen zustimmen. Das ist nicht, weil Google uns irgendwas Böses will, sondern es ist einfach nur, Google legt seine Services zusammen. Das Zweite, wo man das dran sehen kann, ist, wenn ihr euch bei YouTube einloggt und ihr habt euch nicht über ein Google-Mail-Konto oder ein Google-Konto diesen YouTube-Account damals zusammengestellt, sondern ihr habt euch ganz normal angemeldet mit eurer E-Mail-Adresse, so wie ich das auch gemacht habe. Und ihr seht da unten, kann man sehen hier Upgrade-Konto. Und wenn ich da drauf klicke, komme ich auf die Login-Maske von Google Plus. Und da werde ich gefragt, dass ich damit ein Google Plus-Konto anlege, beziehungsweise ein Google-Profil. Und damit habe ich natürlich auch automatisch ein Google Plus-Konto. So, und in beiden Fällen, sowohl in dem Fall Facebook und das Zwangs-Upgrade auf die Timeline, genauso wie Google legt die Services zusammen. Die Datenkrake Google will jetzt alles wissen. Das sind so ein paar Schlagzeilen aus den Medien gewesen, was mir dann wieder gezeigt hat, dass gerade die alten Medien mit dem neuen Medium, was inzwischen auch nicht mehr ganz so neu ist, offensichtlich ein Problem haben. Ich sage mal, Datenschutz ist natürlich immer ein populäres Thema und mit Sicherheit ein Thema, was ernst ist, was man auch immer in irgendeiner Art und Weise im Auge behalten sollte. Zum anderen, Internet, das ist ja so ein Wildwest quasi, ne? Wer es verfolgt hat, weiß, wo ich es her habe. Und deswegen brauche ich da eigentlich nicht recherchieren. Ich gucke mir einfach was an. Ich sehe, ein Großteil auf Facebook steht der Timeline skeptisch gegenüber. Also mache ich mal hier so ein paar krasse Schlagzeilen gegen die Timeline. Ich möchte nicht wissen, wie viele Redakteure, die diese Horrorschlagzeilen verfasst haben, wer von denen allen das Google Webprotokoll mitlaufen hat. Das ist ja auch so ein lustiger Dienst von Google, der einfach analysiert, wo bist du denn hingesurft und was hast du denn da gemacht. Also da muss ich sagen, mit Sicherheit Datenschutz ist kein Thema, was zu vernachlässigen ist. Aber ich finde es absolut ein Unding von eben den alten Medien, quasi mit null Recherche da solche Sachen vom Zaun zu brechen und Leute, die sich eh schon ein bisschen unsicher sind, noch weiter zu verunsichern und quasi noch mehr Stress zu machen. Ja, die großen Netzwerke sind natürlich nicht die einzigen Social Networks, die es gibt. Es bilden sich drumherum mehrere kleinere Netzwerke, die alle einen bestimmten Fokus haben. Die sparen sich eine eigene Nutzerverwaltung, da ich mich oft mit zum Beispiel meinen Google-Daten da anmelden kann. Und sie konzentrieren sich tatsächlich nur auf das, was sie machen wollen. Ja, und das sind zum Beispiel Pinterest oder Pass oder auch Tumblr. Ich bereichere das Netz eigentlich mit meinen Eindrücken. Ich teile bestimmte Medieninhalte, das heißt, ich teile Filme, ich teile Bilder. Die werden, ein Medium soll ja etwas illustrieren, einfach besser aufbereitet. Ja, Sinn und Zweck von diesen ganzen Netzwerken ist eben, mein Leben besser zu illustrieren, meine Eindrücke Leuten, mit denen ich zu tun habe, sie leichter wiederzugeben. Zwei seien hier genannt, Pinterest und Pass. Pass ist eher auf Mobile abgezielt. Also es ist im Prinzip so, Pinterest ist so tatsächlich die große Pinnwand, an der ich Fotos und Erinnerungsstücke dran pappe. Und Pass ist das, was ich im Real Life eben den Pfad, den ich da aufzeichne, wiederzugeben.
So schön das Teilen und Verlinken von Inhalten ist, so rechtlich problematisch ist das Ganze auch. Ich habe irgendwas gefunden, bam, ich teile das mit der Welt. Das Problem ist beim Teilen mit der Welt, dass ich ein paar Dinge beachten muss. Unter anderem das Urheberrecht und auch Verwendungs- und Lizenzrechte. Das einfachste, unproblematischste, was ich immer machen kann, auf etwas im Internet verlinken. Ich kann sagen, hier gibt es ein Bild, da musst du da mal gucken. Und dann klickst du und dann landest du bei dem Bild. Das zweite, was ich machen kann, gerade was Bilder angeht, ich kann ja zum Beispiel den Code von einem Bild in meinen HTML-Code übernehmen. Das heißt also, das Bild liegt nach wie vor noch auf dem anderen Server oder das Flash-Video oder was auch immer. Aber ich baue es in meinen Inhalt ein. Und damit habe ich mich schon in der rechtlichen Grauzone verfangen. Eigentlich sogar schon in der schwarzen Zone, weil im Prinzip darf ich Fremdcontent nur bei mir einbetten mit der Zustimmung des anderen. Ihr müsst mal explizit fragen, du, darf ich das Bild auf meiner Website einbinden? YouTube zum Beispiel gestattet es uns ja. Deswegen gibt es ja in dem Verwaltungsbereich auch die Möglichkeit, das Einbetten zu verbieten. Ich übernehme die Verantwortung für den Inhalt. Egal, ob das Film, Bild oder Text ist, obwohl der Inhalt nicht von mir stammt, dadurch, dass ich ihn als meinen Content übernehme, bin ich auch verantwortlich. Die dritte Möglichkeit, ich mache eine Kopie davon. Ich speichere mir ein Bild, lade das auf meinem Server hoch, habe ich ja zwar das gleiche Bild, aber das ist eine Kopie. Ich habe die Datei physisch kopiert. Was habe ich gemacht? Ich habe eine Privatkopie gemacht. Diese Privatkopie ist zum 100.000 Mal wieder angucken auf meinem Rechner, ohne online zu sein, vollkommen in Ordnung. Sie ist nicht in Ordnung, wenn man sie in Netzwerke hochlädt oder generell erstmal ins Internet hochlädt. Ich bräuchte die explizite Einwilligung, dass ich dieses Bild kopieren und neu sharen darf. Und genau da haben wir zum Beispiel das Problem bei Pinterest. Pinterest kopiert Bilder. Die Bilder sind nicht mehr irgendwie verlinkt, sondern es entsteht immer eine Kopie des Bildes. Wenn ihr irgendwo ein Bild runterladet und es als Facebook-Bild hochladet, Facebook kopiert dieses Bild auf seine Server, beziehungsweise ihr benutzt Facebook oder Pinterest oder, ist vollkommen egal, um dieses Bild zu kopieren. Und damit habt ihr eigentlich gegen das Copyright verstoßen. Die Netzwerke selber stellen sich davon frei. So, und dann sagen Leute, ja, ich lade ja nur meine eigenen Sachen hoch oder Sachen, für die ich die Rechte habe. Das ist ein ganz gefährlicher Satz. Gerade im Zusammenhang mit Facebook muss man da aufpassen. Ich bin ja zu einem Stockarchiv, also zu einem sowas wie Getty Images oder so gegangen und habe mir da Bilder für kleines, größeres Geld gekauft. Mir wurde auch explizit erlaubt, ich darf es für online benutzen. Richtig. Ihr dürft es für online auf eurer Website benutzen. Und das war's. Die meisten von den Stockarchiven beißen sich mit der Lizenz von Facebook. Weil ihr habt Facebook garantiert, dass alles, was ihr hochladet, nicht exklusiv und unterlizenzierbar ist. Ihr sagt, na klar, das gehört mir, ich habe die Lizenzen, die sind nicht nur exklusiv für einen Einsatz und ihr dürft die auch an andere Leute weiterlizenzieren. Bumm, jetzt guckt ihr euch die Lizenzbedingungen an. Tja, und dann steht da, exklusiv nur zur Verwendung vorbezeichneter bla bla bla, nicht unterlizenzierbar an. In dem Moment, wo ich ein solches Bild zum Beispiel als Timeline-Foto oder innerhalb einer App oder für irgendeine Kampagne benutze, das gilt auch für Profilbilder, weil alles unterlizenzierbar sein muss und das ist es meistens nicht, jedenfalls nicht das Material, was ich kaufe. Dann gibt es Leute, die sagen, kein Ding, gehe ich zu Wikipedia, alles CC. Richtig, könnt ihr sofort einpacken, weil die Creative Commons Lizenz schließt sich mit Facebook absolut aus. Creative Commons könnt ihr in Facebook nicht benutzen. Sei einfach darauf hingewiesen. Ne? Also CC-Bilder bei Facebook ist automatisch ein Verstoß gegen die CC-Lizenz. Wer das rauskriegt, Alter, der reißt euch den Arsch auf. Ja, und damit kommen wir auch schon wieder zum Ende. Ich hoffe, die neue Folge war interessant für euch genug, war genug Info drin. Ja, und zu guter Letzt wie immer noch eine Frage an euch. Und zwar würde es mich interessieren, ob ihr noch Services parallel zu den großen Netzwerken, sprich, wer von euch benutzt Services wie Pinterest oder Path oder Tumblr, um zum Beispiel Medien noch weiter zu verbreiten. Ja, bis dahin, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder. Bis dann mit Folge 6.